Willkommen zu Ihrem Sternenführer Astrophonie. Hallo an alle mit Sternzeichen Waage und Aszendent Waage. Willkommen zu Ihrem Monatshoroskop für den April. Liebe Waagen, der April wird für Sie eines der wichtigsten Monate des Jahres werden. Eine Mondfinsternis in Ihrem Zeichen wird Sie erwarten. Direkt an den ersten Tagen des Monats, dem 4. April, wird eine Mondfinsternis im Zeichen Waage dafür sorgen, dass Sie einige wichtige Entscheidungen treffen werden. Mit diesen Entscheidungen könnte sowohl in Ihren Beziehungen als auch in Ihrer Karriere eine neue Phase für Sie beginnen. Da es sich um eine Mondfinsternis handelt, werden dessen Auswirkungen von langfristiger Dauer sein, also bis zum Juli andauern. Ende dieser Phase jedoch könnten wichtige Veränderungen in Ihrem Leben aktuell werden. Insbesondere falls Sie zwischen dem 5. und 10. Oktober geboren sind, werden Sie die Energien dieser Finsternis noch intensiver spüren, meine lieben Waagen. Direkt an den ersten Tagen des Monats, insbesondere am 2. und 3. April, werden Sie die glücklichen Energien vom Dreieck der Sonne und des Jupiters spüren. Diese Energien werden äußerst positiv für Sie sein und Sie insbesondere in sozialen Themen unterstützen. Sie könnten neue Bekanntschaften machen. Menschen, die Sie in dieser Phase kennenlernen, werden langfristig Teil Ihres Lebens werden und Sie sehr unterstützen. Sie könnten auch Unterstützung von Ihren Freunden erhalten, meine lieben Waagen. Am 8. April wird Jupiter in die Vorwärtsbewegung übergehen. Demzufolge wird unser Planet des Glücks Jupiter nützlicher für Sie werden. Am 11. April wird Ihr Planet Venus sich vom Zeichen Stier trennen und in das Zeichen Zwillinge übergehen. Während dieser Position im Zeichen Zwillinge wird es Ihnen positivere Energien schenken. Denn da dies ein Zeichen der Luftgruppe ist, wird es Sie insbesondere in sozialen Themen sehr unterstützen. Beispielsweise könnten Sie in den Urlaub fahren oder schöne Ausflüge machen. Beruflich könnte Ihre Erfolgsquote im Bereich der Medien, der sozialen Medien, Veröffentlichung, Presse und dem TV ansteigen. Sie könnten einige Jobangebote erhalten. Insbesondere hinsichtlich internationalen Themen und Tätigkeiten, weit entfernten Zielen oder Auslandsreisen wird sich Venus in einer sehr guten Position befinden. Merkur wird sich am 15. April vom Zeichen Widder trennen und in das Zeichen Stier übergehen. Geistig könnten Sie sich in der zweiten Monatshälfte stärker auf die Finanzen konzentrieren, meine lieben Waagen. Ein Neumond im Zeichen Widder wird am 18. April aufgehen. Da es direkt in Ihrem entgegengesetzten Zeichen aufgehen wird, wird es wichtig für Sie sein. Eine neue Phase in Ihren Beziehungen könnte beginnen. Mit diesem Neumond könnten Sie neue Entscheidungen treffen und neue Angebote erhalten. Ab dem 20. April wird die Sonne in das Zeichen Stier übergehen und könnte insbesondere in der letzten Woche des Monats die Chance auf finanzielle Unterstützung, die Sie von anderen erhalten, erhöhen. Schnelle Entwicklungen bezüglich partnerschaftlicher Tätigkeiten und der finanziellen Situation Ihres Ehepartners könnten anstehen, meine lieben Waagen. Das waren die allgemeinen Wirkungen des Monats April. In diesem Sinne möchte ich mich verabschieden. Machen Sie es gut und bis bald!